Mal ganz ehrlich, ist es wirklich so schwer zu verstehen? Und damit, hey, hallo Welt. So schlimm, dass wir eine scheiß Gasmaske tragen müssen, ist es zwar noch nicht, aber trotzdem eine dieswöchige Track der Woche, ganz im Sinne von Corona und der Botschaft, die man damit meist kurz mitsenden sollte, nämlich die von 8 Kids und ihrem Track Stay Home. Kurz runtergebrochen, wir haben alle mitbekommen, was in den letzten Wochen los ist. Für Musikindustrie zusammengefasst, Record Stores hatten zu, Bandcamp hat einen Tag lang 100% der Einnahmen an die Künstler geschickt, sämtliche Veranstaltungen, also Touren, Konzerte und so weiter, fallen aus und oder werden verschoben. Und für die Vinylproduktion wird langsam das Granulat knapp, weil das in China produziert wird. Kommen wir aber zu dem, was wir jetzt hier tun können. Und kommen wir auch damit zu dem Song, denn eine Attitüde, die von der Stimmlage her mich als jemand, die 8 Kids vorher nicht kannte, stark an Casper erinnert und mit einem sehr melancholischen Beat unterlegt, wird hier eine wahre Tirade abgerissen. Und die hat zwei einfache Botschaften. A, bleibt scheiß noch eins zu Hause, damit wir die ganze Sache hier möglichst bald beenden können, und zwar möglichst glimpflich, ohne nur im Sinne der Wirtschaft, wie es gerade nur Essinato fordert, einfach mal Menschenleben zu opfern. Und auf der anderen Seite, Corona ist nicht das einzige Thema, es gibt noch viele weitere Brennpunkte hier. Die AfD macht Probleme, da hat sich der Flügel jetzt aufgelöst, schön, aber alles noch da, das heißt, der Flügel ist einfach jetzt Teil der AfD und ist in die AfD integriert. An der griechischen Grenze wird immer noch Flüchtlinge geschossen, was jetzt gerade ultra schwierig von der Situation her ist und so weiter und so fort. Die gesamte Welt ist am Brennen, das wissen wir, und es gibt gerade nicht nur Corona, auch wenn wir uns einfach mal auf uns konzentrieren sollten. Ah ja, und apropos Corona, die chinesische Regierung hat da ziemlich viel verbockt, weil im Dezember war das Ganze schon bekannt. Also hätte bekannt werden können, hätten die nicht sämtliche Beweise verschwinden lassen und alles unter Kontrolle gehalten, wäre für die Pandemie auch nie ausgebrochen. Aber wir hätten die ganze Scheiße, wie jetzt haben, nicht. Thanks, China Barma. Zurück zur Musik. Diese Tirade war jetzt gerade eben die Kurzfassung. Das Lied geht wesentlich geschickter drauf ein. Im Endeffekt nimmt es diese beiden Hauptbotschaften auch zusammen und vereint sie zu einem. Ja, das mag jetzt etwas zynisch klingen, aber im Endeffekt geht es uns wirklich gut im Vergleich zu anderen Ländern. Denn wir hier haben zwar ein Gesundheitssystem, welches ziemlich kaputt gespart wurde, aber wir können zumindest an dieser Flatten-the-Curve-Strategie arbeiten. Wir haben meistens auch alle ein Dach über dem Kopf, in dem wir irgendwie über die Runden kommen. Und es ist nervig, aber es ist aushaltbar. Während anderswo die Probleme ganz andere sind. Und da meine ich jetzt nicht mal sowas wie die Krise in Italien, wo gerade alles zusammenbricht. Nein, damit meine ich jetzt einfach mal auch sowas wie, naja, Obdachlose, die riesen Probleme haben. Kriegsgebiete und so weiter und so fort, wo Leute ohne irgendwelche Heimat sind, wo gerade alles zusammenbricht und so weiter und so fort. Und es wird uns einfach ermahnen, dass wir uns armer Scheiße an den Riemen reißen sollten, weil, wie gesagt, wir haben hauptsächlich Luxusprobleme. Wie gesagt, hauptsächlich das wirtschaftliche Struggle an allen Ecken und Enden, gerade auch hier herrscht, sind wir dahingestellt, aber im Vergleich zu anderen gehen es noch vergleichsweise gut, und dass wir einfach mal ein bisschen mehr Solidarität zeigen sollten. Dass das auch vielleicht so ein bisschen die Möglichkeit ist, für uns als Gesellschaft zu wachsen. Denn wir haben jetzt die Möglichkeit, naja, im Endeffekt überall da, wo es anders wie möglich ist, zusammenzuarbeiten und zu helfen. Das heißt, für andere mal einkaufen zu gehen, Solidarität zu zeigen, ein bisschen was, naja, zu teilen mal und einfach mal so ein bisschen, sagen wir mal, dieses Gemeinsame wieder aufleben lassen. Und das kann ich alles nur so unterschreiben. Abgesehen davon geht der Song ziemlich ins Ohr und dieser Refrain hat einen unglaublichen Punch und es haben sich etliche Gastkünstler dran beteiligt. Und da ist gerade eine Lampe ausgegangen. Kleinen Moment bitte. Jedenfalls waren etliche Künstler dran beteiligt und haben sich da zusammengetan, eben schon quasi ein bisschen musikalische Solidarität gezeigt, um diesen Track zu erschaffen. Und von daher ist es auch einfach jetzt mein Track der Woche. 8 Kids oder 8 Kids, wie immer es ausgesprochen wird, wie gesagt, ich kannte die Band vorher nicht, mit Stay Home. Und das macht ihr bitte auch. Und wenn ihr schon mal zu Hause seid, dann könnt ihr ja beispielsweise diesem Video einen Daumen rauf geben. Oder es verbreiten und den Kanal abonnieren und so weiter und so fort. Und wenn ihr schon mal dabei seid, findet ihr hier das Musikvideo, hier ein Video von mir. Auf meine Fresse könnt ihr abonnieren und schön schief in mir. Habt ein Heim, in dem ihr sicher seid. Während sich Millionen nichts anderes kennen als Häuser, die brennen und ständig zu rennen. Vor Bomben, Raketen, Terroristen und Beamten, die Familien trennen. Die Welt schreit uns, dass sie kann, wenn sie will.